Natürlich ist es hier ein Stück Kulturgeschichte, das ist ein Stück von meinem Leben. Die Tradition muss auch haptisch erfahrbar sein, die Vergangenheit muss sichtbar sein. Die Welt verändert sich und da wird es so sein, dass man auch das ein oder andere Denkmal nicht erhalten kann. Wenn irgendwann alles weg ist, dann erinnert sich auch niemand mehr daran. Der Erhalt von Industriedenkmälern ist eine sehr komplexe Problematik. Man muss, wenn man sich in diesem Feld bewegt, grundsätzlich optimistisch sein. Ohne die privaten Initiativen wäre sicherlich vieles so nicht möglich gewesen. Das Saarland war dank seiner Kohlevorkommen neben Nordrhein-Westfalen der Energiegarant der jungen Bundesrepublik. Fast 60.000 Bergleute waren Ende der 50er Jahre in 20 Gruben unter Tage beschäftigt. Dann wurde die Technik immer besser, die Effizienz erhöht, Standorte zusammengelegt. 1980 gab es nur noch 6 Gruben im Saarland. Und als die milliardenschweren Subventionen nach und nach ausblieben, blieb am Ende nur noch das Bergwerk Saar in Ensdorf. Als es dort 2008 zu einem gewaltigen Grubenbeben kam, war das Ende des Steinkohleabbaus im Saarland besiegelt. Nur noch knapp 2 Millionen Tonnen wurden bis 2012 gefördert. Ein Fünftel der geplanten Menge, um keine weiteren Beben auszulösen. Panzer auf, Maschine auf! Insgesamt wurden in 250 Jahren 1,5 Milliarden Tonnen Kohle aus der saarländischen Erde geholt. Manche Gebiete sind komplett unterhöhlt. Über 500 Millionen Tonnen liegen noch unten. 30. Juni 2012. Die Grubenwehr marschiert in Ensdorf ein, um kurz darauf ihre Fackeln zu löschen. Mit einem feierlichen Akt wird der Bergbau offiziell beendet. Der Bergbau hat viele Spuren hinterlassen. Die wenigsten sind 10 Jahre nach dem Ende des Kohleabbaus so gepflegt und aufgeräumt wie die alte Grube Duhamel in Ensdorf. Hier hat der RAG-Konzern 4 Millionen Euro in seine neue saarländische Repräsentanz investiert. Die Denkmäler haben einen besonderen Sachverhalt. Wir sind als RAG nicht in der Lage, finanziell nicht in der Lage, aber auch operativ nicht in der Lage, diese Denkmäler zu erhalten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das führt dazu, dass wir auf der einen Seite natürlich emotional auch an diesen Bauwerken hängen, also auch versuchen, die zu, ich sag mal, einer Folgenutzung zu bringen. Wo dies nicht gelingt, taucht das Dilemma der Finanzierung auf. Und das ist eine Schwierigkeit, die uns schon seit Jahren begleitet. Mit dieser Haltung müssen Landespolitiker irgendwie zurechtkommen. Das gelingt mal besser, mal schlechter. So bemühte man sich jahrelang um eine Kooperation mit der RAG zur finanziellen Unterstützung des Bergbauerbes. Symbolträchtig hielt man zum Ende sogar eine Kabinettssitzung unter Tage ab. Trotzdem knirschte es in Sachen Saarpolygon, dem Zeichen der Bergbautradition, gewaltig. Erst als das Land zahlte, gab der Essener Bergbaukonzern dann doch noch Geld dazu. Bei der Ausstellung über das Erbe des jahrhundertealten Bergbaus ging der Landesregierung schon nach 3 Jahren das Geld und/oder das Interesse aus, einen bleibenden Erinnerungsort in Rheden zu schaffen. Kurator Reinhard Klimt hält das Abschieben der Ausstellung ins ausschließlich Digitale bis heute für falsch. Man kann die Tradition, man kann die Vergangenheit nicht alle ins Internet, ins Digitale verlagern. Da muss es rein. Aber es muss auch haptisch
erfahrbar sein, es muss sichtbar sein wie ein Förderturm. Er beobachtet seit über 20 Jahren, wie wenig engagiert sich die Politik der Bergbauvergangenheit des Landes annimmt. Die früheren Vorhaben, an den alten Gruben in Rheden und Göttelborn Tradition zu verankern, betrachtet er illusionslos. Wir sind momentan in einer Phase, wo nicht erkennbar ist, in welche Richtung es weitergeht. Irgendwie fehlt der große Deckel auf allem, dass man sieht, welche Bedeutung der Bergbau für dieses Land gehabt hat. Es hat ja die entsprechenden Gutachten gegeben. Ich habe das damals noch eingeleitet. Peter Müller hat das weitergeführt, was sich auf zwei Standorte im Bergbau orientiert hat. Das war einmal Göttelborn und Rheden. Rheden ist gar nicht richtig in Gang gekommen. Und Göttelborn ist, sagen wir, bei zwei Drittel stecken geblieben. Ein weithin sichtbares und doch in der schnellen Vorbeifahrt auf der Landstraße unscheinbar wirkendes Zeichen des Bergbaus. Der Wasserturm auf der Göttelborner Höhe. Zwischen 1907 und 1913 errichtete man dort zwei Hochbehälter zur Versorgung der Grube Göttelborn. Zusätzlich wurden damit die umliegenden Gemeinden mit Trinkwasser beliefert. Das Bauwerk ist einmalig. Es hat weder regional noch national Vorläufer oder Nachfolger. Es ist ein Denkmal der industriellen Wasserversorgung kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Auf jeden Fall hätte ein Neubau einen bedeutenden Eingriff in die Bausubstanz bedeutet. Wir hätten ja praktisch den alten Standort bestehen lassen müssen, einen neuen bauen und den dann abreißen. Und mit Rücksicht auf Grundstücksfragen und mit Rücksicht auf diese historische Bausubstanz, Sie können jetzt einfach ein Denkmal dann abreißen, dann hätten wir das Hochbehälter ja doch als Denkmal stehen lassen müssen, war es dann doch am günstigsten, den Hochbehälter technisch zu sanieren, technisch-baulich zu sanieren. Und es hat sich zu unserer Überraschung herausgestellt, dass die Grundsubstanz noch sehr tragfähig ist, waren doch wenig Sanierungsarbeit zu machen. 2013 investierte der Eigentümer VSE eine 500.000 Euro in die historische Anlage, die verlässlich ihre Funktion erfüllt. Der Behälter ist von den technischen Dimensionen, ja, ein Speichervolumen von 1250 Kubikmeter, ausreichend auch für die heutigen Bedürfnisse. Der Bedarf der Haushalte hat zwar zugenommen, dafür ist der Bedarf der Bergwerke natürlich auf Null zurückgegangen. Das heißt, er ist weiterhin technisch notwendig, die technischen Parameter sind ausreichend, die Bausubstanz ist vernünftig. Und angesichts dieser Tatsachen spricht nichts dagegen, ein solches Bauwerk dann auch durch Sanierung wieder für viele Jahre fit zu machen. Das hat sich für die in Sichtweite liegende ehemalige Grube Göttelborn nur teilweise erfüllt. Eine Solarfläche konnte vermietet und bisher 18 Unternehmen angesiedelt werden. Auch die Weiternutzung der ehemaligen Bergarbeitersiedlungshäuser verlief problemlos. Dennoch kämpft die IKS, die Industriekultur Saar, eine eigens für die Revitalisierung des Geländes gegründete Gesellschaft, seit Jahrzehnten oft vergeblich für die Weiternutzung der denkmalgeschützten Anlagen. Sie verfallen zusehends und seien wegen, Zitat, Denkmalschutz und bergbaurechtlicher Vorgaben für Investoren nicht interessant und daher nicht vermarktbar, Zitat Ende. Aktuell stehen 9 Gebäude leer, mit einer Fläche von über 35.000 Quadratmetern. Aber man denke über neue Strategien nach, und das 22 Jahre nach Schließung der Grube. Wie schwierig es ist, die Strategien der IKS zu erfassen, konnte der neue Eigentümer eines denkmalgeschützten Maschinenhauses erleben. Der ehemalige Bergmann Stefan Spaniol hatte sich in den Kopf gesetzt, seine Ergotherapiepraxis hierher auf das Gelände der alten Grube Göttelborn umzusiedeln. Prägnant ist natürlich die Kohlenwäsche im Hintergrund. Und dieser helle Gang, den man hier sieht, das war die Verbindung halt aus den Sozialgebäuden, aus der Lampenstube zum Schacht rüber. Und das ist ganz extrem hängen geblieben, dieser Weg immer hinter sich zu bringen, von Übertage nach Untertage. Ne? Das war also diese Stelle, die war da ganz wichtig. Oft sind auch die anderen Kollegen, die ausgefahren sind, einem entgegengekommen. Und man hat so ein bisschen Vorgeschmack
auf das geregt, was einen erwartet. Also sie waren schwarz und verschwitzt und kalt und heiß, das hat man jedem angesehen. Diese Zeit war so prägend, dass sich hier irgendwo ein Kreis wieder geschlossen hat, im Berufsleben, im Alltagsleben. Man ist hier so verwurzelt, dass es nicht schwer gefallen ist, hier wieder zurückzukehren, nur unter ganz andere Umstände und mit ganz anderen Vorzeichen. Im Erdgeschoss des alten Maschinenhauses hat er seine Praxis zusammen mit seinem Sohn eingerichtet. Das war ganz wichtig für seine Zukunftsplanung. Spanjol will auch nach Rentenbeginn hier leben. Er ist quasi nach Hause gekommen. Ich bin Saarländer. Saarländer und hier geprägt von der Kultur, vom Umfeld. Und das gibt dann immer so ein bisschen so, ja, wie soll ich es beschreiben? Ist schwer zu beschreiben. Das kommt von innen raus. Man kann dieses Heimatgefühl, kann man nicht beschreiben. Es ist einfach so. Das Objekt zeigt es einem ja. Das ist was Außergewöhnliches, dass man immer wieder Plätze findet, die man auch so ein bisschen zu Kraftorten macht, wo man Ideen bekommt, wo man Emotionen spürt, wo man Ideen bekommt, sich weiterzuentwickeln und hier diese Umnutzung eigentlich auch zu dem zu bringen, was es eigentlich bringen soll, nämlich dem Alten wieder neue Aufgaben zuzuweisen. Da das Denkmal baulich nicht verändert werden darf, hat er sich für eine Containerlösung als Wohnung entschieden. Es war die einzig mögliche Lösung, Arbeitsplatz und Wohnung unter ein Dach zu bringen. Dabei war das noch das kleinste Problem seines ungewöhnlichen Projektes. Das größte Hindernis, die Dauer. Die Dauer und die Probleme, die alltäglichen Problemchen, die immer wieder gelöst werden mussten, die ganze Bürokratie, die dahinter steckt, die Finanzierung, alles da unter einen Hut zu bekommen, letztendlich auch den Umzug von der alten Praxis hier hoch zu gewährleisten, das war alles in einem festen Rahmen. Der musste erfüllt werden und das war schon Stress. Ja. Letztendlich hat aber alles so geklappt, wie er sich das gewünscht hat. Auch, dass die Deutsche Stiftung Denkmalschutz seine Pläne finanziell förderte, hat natürlich geholfen. Jetzt kann er sich einleben und wünscht sich Nachahmer. Ich sehe es jetzt einfach so, dass hier mal ein Startpunkt gesetzt worden ist, vielleicht in eine neue Richtung, wo ich froh wäre, wenn die aufgenommen werden würde als gutes Beispiel, zumal ja wirklich noch im ganzen Saarland versteckt solche Kleinode, nenne ich es jetzt mal hier, noch ihren Dornröschenschlaf haben. Es fehlt wirklich nur an den Leuten, die Interesse dafür entwickeln, sich einzusetzen oder es aber auch zu erwerben. Ein durchaus verständlicher Wunsch. Sind doch seit 2006 in einer offiziellen Liste 38 denkmalwürdige Standorte des Steinkohlebergbaus im Saarland dokumentiert. Wir treffen die im Jahr 2000 unter der Regierung von Ministerpräsident Peter Müller zuständige Abteilungsleiterin für Industriekultur zum Interview in Velsen. Ein Standort mit geschichtsträchtigen Einrichtungen, beispielsweise der legendären Kaffeekisch, die klassische Kantine der Bergleute. Warum nur ist die Rettung des Industriekulturerbes bis heute so mühsam und langsam geblieben? Die größte Hürde war, das Verständnis dafür zu wecken, dass etwas geschehen sollte, was im Grunde so noch nie geschehen war. Also ich glaube, wir haben zu wenige Leute gefunden, die investieren wollen. Ob das am Saarland liegt, ob man dem Saarland nicht genug Innovationskraft zugetraut hat, das weiß ich nicht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es sind mit Sicherheit zu wenig freidenkende, innovativ denkende Investoren gefunden worden, die diese Plätze gerne bespielen. Es ist auch nicht immer gelungen, die Bevölkerung mitzunehmen und so ein Projekt kann nur gelingen, wenn alle an einem Strang ziehen. 2011 immerhin gelang es in Velsen. Ehemalige Bergleute gründeten einen Verein, um den von der Schließung bedrohten Ausbildungsstollen zu retten. Ehrenamtlich, zunächst ohne Unterstützung. Heute zählt der Verein 430 Mitglieder und wird vom Kultusministerium gefördert. Wenn sich aber einige wenige Privatpersonen damals nicht entschlossen hätten, die bedrohte Anlage zu retten, wäre dieses Kulturgut zur Geschichte des Saarlandes unwiederbringlich verloren. Man hätte den Stollen zubetoniert.
Das Faszinierendste, wenn man reinkommt, ist als allererstes der Geruch. Man kommt durch die Wettertür und es riecht anders. Es riecht nach Maschinen, nach alter Luft, nach Kühle, nach Bergbau. Seit Jahren schon fehlt aber ein Gesamtkonzept zur Entwicklung der alten Grube Felsen. Bisher wurde in offiziellen Gesprächsrunden nur geplant, gewünscht und debattiert, aber kaum etwas bewirkt. Allein der Verein zur Rettung des Stollens hält durch. Entwickelt hat es sich eigentlich sehr gut. Ich bin selbst oder war damals überrascht, denn es hieß ja am Anfang, das schafft ihr nicht, 120.000 Euro fixe Kosten im Jahr. Wir haben die Kosten optimiert und haben auch entsprechend Werbung gemacht, sodass wir dann anfangs 2.000 Besucher im Jahr hatten und das haben wir dann gesteigert auf über 10.000 im Jahr 2019. 2016 wurde das der RAG gehörende Erlebnisbergwerk zum technischen Denkmal ernannt. Die Vereinsmitglieder hat die Anerkennung gefreut. Sie hilft, die Industriegeschichte zu bewahren. Ich finde es auch schon noch wichtig, dass man das der Nachwelt, dass die Kinder das erfahren, was wir früher gemacht haben. Die Arbeit und so. Denn hier können wir, ich kann hier meinen Enkeln zeigen, was ich früher gearbeitet habe. Und was sagen die Enkel, wenn sie den Großvater? Die sind ganz happy, wenn sie hierher dürfen. Dank der Kultusministerin wird das Land jetzt endlich für das Erlebnisbergwerk bürgen. Die RAG übergibt den Stollen. Damit wird der Verein vom Mieter zum Eigentümer. Endlich. Als Eigentümer bieten sich uns natürlich ganz andere Möglichkeiten, insbesondere was die Fördermöglichkeiten angeht, weil wir ja langfristige Planungssicherheit haben und damit Fördergelder anbaggern können, die uns als Mieter nicht möglich sind. Über 10 Jahre hat es gedauert, bis sich die Idee des Vereins durchsetzen konnte. Und der zuständigen Ministerin ist durchaus klar, was private Initiativen mit ihrer Hartnäckigkeit für das Saarland leisten. Naja, die sind schon auch Treiber des Ganzen, das darf ich sagen. Ohne die Initiativen, die privaten Initiativen, wäre sicherlich vieles so nicht möglich gewesen, auch in der Vergangenheit. Und ich glaube, das ist auch etwas, was das Land diesen Initiativen zurückgeben muss. Und das wurde sicherlich damals, als man sich mit dem Ende des Bergbaus beschäftigt hat, auch nie so wirklich zu Ende gedacht. Wo brauche ich denn auch Strukturen, um den Bergbau auch als Thema in der Öffentlichkeit zu halten? Beispiel Quierschied. Auch hier fehlen die Strukturen. Wir sind auf der Halde Göttelborn mit dem Bürgermeister von Quierschied verabredet. Er will uns seine neueste Idee zur Vermarktung des Bergbauerbes vorstellen. Mit Hilfe einer Influencerin will er in die sozialen Medien. Man sieht es jetzt heute bei diesem Wetter zwar nicht unbedingt, aber trotzdem hat auch dieses Wetter seinen speziellen Charakter. Man hat hier eine super tolle Aussicht, man hat hier tolle Wanderwege zum Radfahren. Und trotz der Bekanntmachung in Printmedien oder auch im Fernsehen war es ja auch schon häufiger mit drin, ist die Bekanntheit doch nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Also wenn man irgendwo hinkommt, erzählt davon, da sagen viele, ja, das weiß ich gar nicht, ist mir gar nicht so bewusst. Und deswegen war das so eine Idee, einfach auch mal hier mit einer ganz anderen Aktion darauf aufmerksam zu machen, mal schöne Bilder zu haben, die auch rumgereicht werden, gerade auch in diesen sozialen Medien, in der neuen Welt nenne ich es mal einfach, um da auch in die Breite ein bisschen mehr zu gehen. Beim Start 2 Wochen zuvor waren die Reaktionen durchweg freundlich. Ich habe super viel positives Feedback bekommen, gerade von Saarländern, die aber jetzt nicht unbedingt hier aus Quierschied, aus meinem Ort sind, sondern aus anderen Orten, die zu mir, also die mir geschrieben haben oder Memos geschickt haben, die gesagt haben, sie wussten gar nicht, dass hier in Quierschied, in Göttelborn so eine tolle Halde ist und dass es hier so ein tolles Panorama gibt. Es ist ein beinahe rührender Versuch des Verwaltungschefs, nicht ganz untätig sein zu müssen. Wie bei anderen Objekten auf dem Gemeindegrund. Na gut, schauen Sie sich einfach, fahren Sie in Kamphausen vorbei, schauen Sie sich den Hammerkopfturm an. Da ist noch nicht einmal ein Eimer Farbe in die Hand genommen worden, das Ganze mal noch mal ein bisschen in optisches Erscheinungsbild zu bringen. Also selbst mit geringem Aufwand
könnte man dort sicherlich gewisse Maßnahmen ergreifen, auch den Hammerkopfturm erlebbar zu machen, das heißt die Tür mal aufzusperren sonntags und da mal reinzugehen. Das war jetzt, ich bin jetzt 6 Jahre im Amt, das war eine der ersten Amtshandlungen, die in Denkmalsetzung, und seither war kein Besucher mehr in diesem Gebäude, denke ich mal, drin. Geblieben ist nur die Broschüre des Wettbewerbs von 2016. Finanziert aus Mitteln des Wirtschaftsministeriums und der RAG. Damit war das Engagement offenbar erschöpft. Der ehemalige Förderturm der 1990 stillgelegten Grube Kamphausen ist weiter ein Denkmal von nationaler Bedeutung, aber unerreichbar für die Öffentlichkeit. Aber selbst bei den kleineren Aktivitäten findet man dann auch wenig Zuspruch. Und Unterstützung von RAG und Behörden. Genau. Also da ist auf jeden Fall noch eine schöne Aufgabe, an der man noch, sich ein bisschen abarbeiten kann. Die Ironie? Unüberhörbar. Es geht der RAG vor allem um eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Es gibt die Idee, da ein Hotel reinzubringen, ein Café reinzubringen. Das sind Ideen, die sich erstmal gut anhören, aber die Nachfrage für eine solche Nutzung, die gibt es nicht. Es gibt keinen Betreiber für ein Restaurant oder ein Café, der sich dort jetzt engagieren will. Insofern, wie kann dieser Turm die Unterhaltungskosten, die er verursacht, auf der anderen Seite durch eine Nutzung verdienen? Die Frage ist nach wie vor unbeantwortet. Um Kosten und Nutzen geht es auch in Völklingen. Das Bergwerk Luisenthal wurde 2006 stillgelegt. Das Gelände umfasst 11 Hektar und verharrt seit Jahren bröckelnd im Dornröschenschlaf. Seit der Schließung dieses Standortes vor fast 10 Jahren wird über die Nutzung des stillgelegten Bergwerkgeländes spekuliert, um nicht zu sagen fabuliert. Die neueste Idee war vor 3 Jahren die Vorstellung des Projekts Energiepark Luisenthal. Windkraft, Geothermie, Photovoltaik und sogar ein Pumpspeicherkraftwerk konnte sich die RAG dort vorstellen. Und die Politik jubelte. Seit gestern herrscht statt Jubel Katzenjammer. In Luisenthal passiert nichts. Alles Luftschlösser. Der größte Immobilienbesitzer hier im Land. Und reduzieren ihr Engagement halt auf die Dinge, die sie nichts kosten. Es ist viel gesprochen, nichts gemacht. Und das geht jetzt schon über Jahre. Unternehmensvertreter und Politiker stehen mit leeren Händen da. Keine Idee, kein Investor. Nur wieder, allerdings dynamisch vorgetragene Hirngespinste. Auf der Bergehalde können wir uns eine Freizeitnutzung, auch eine Energienutzung und natürlich die Gestaltung von Landschaft vorstellen. Viel Landschaft für das ehemalige Leuchtturmprojekt Energiepark Luisenthal. Aber Schuld an dem Desaster will natürlich niemand sein. Die RAG hat eine Studie gemacht. Die RAG wollte hier einen Energiepark in Abstimmung mit dem Land entwickeln. Und wir haben gesagt, wir begleiten das positiv und wären froh, wenn das entwickelt werden könnte. Und was bleibt jetzt? Jetzt bleibt zunächst einmal die Tatsache, dass dieses Ding scheitert. Es ist schwer nachvollziehbar, dass hier in den 16 Jahren seit dem Ende der Kohleförderung nichts entwickelt wurde. Ein trauriges Beispiel für das mangelhafte Zusammenspiel von Land, Stadt und RAG. Ende letzten Jahres hat die RAG zu einer Bürgerversammlung eingeladen, um ihre Pläne vorzustellen. Die Erwartungen der Besucher sind angesichts vorheriger Erfahrungen eher wenig optimistisch. Es ist immer so ein Hin- und Hergerissensein zwischen der Moderne und man sollte was draus machen, man sollte es nicht einfach stehen lassen. Und aber auch so ein bisschen dem Nostalgiecharme, der irgendwo eine Rolle spielt, der ja auch durchaus dazugehört. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und gerade auch die Grube Luisenthal hat ja viel Geschichte und das darf man auch nicht vergessen. Man kann was draus machen, aber man muss halt dann auch das Engagement dazu haben. Und wenn man jetzt guckt, wie es die letzten Jahre gelaufen ist, hoffe ich, dass jetzt ein bisschen mehr dabei rumkommt. Mir geht es einfach darum, dass hier Perspektiven geschaffen werden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird was abgerissen, aber man weiß nicht, was nachher kommen tut. Also, und das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Also so eine Planung, die fehlt mir einfach. Und tatsächlich bringt dann die Ansage des RAG-Beauftragten nichts Neues. Dieser Standort hat das Potenzial, auch wieder Leben reinzubringen. Aber um Leben ordentlich reinzubringen, dass es auch lebenswert ist, muss man natürlich auch erst, ich sag mal, ein bisschen aufräumen. Aufräumen meint hier abreißen. Von 16 Gebäuden werden 9 zurückgebaut, wie das der Fachmann nennt. Stehen bleiben werden neben den beiden Fördertürmen einige historische Bauten.
Was aber mit dem riesigen Gelände geschehen soll, ist weiter ungewiss. Auch 16 Jahre nach der Stilllegung der Grube kann die amtierende Oberbürgermeisterin Christiane Blatt keinen konkreten Entwicklungsplan präsentieren. Dabei wurde die Grube Luisenthal 2013 von der Landesregierung als priorisierter Bergbaustandort benannt, aber seitdem offensichtlich vergessen. Vergessen wurde offenbar auch Itzenplitz. Die Grube sollte einmal wichtiger Bestandteil der Industriekultur werden. 1886 wurde Schacht 3 in Betrieb genommen, dessen Fördergerüst heute das älteste noch erhaltene an der Saar ist. Das Gelände gehört der RAG. 1960 wurde Itzenplitz als Förderstandort stillgelegt. Alles steht unter Denkmalschutz. Die Waschkauen gehören seit 10 Jahren der Zimmerei Kleer und werden seitdem von den Eigentümern instand gesetzt. Zurzeit wird der größere Teil einer der ehemaligen Waschkauen zu einer Zahnarztpraxis umgebaut. Vater und Sohn Kleer sind täglich auf der Baustelle zu finden. In wenigen Monaten soll eröffnet werden. Ich wollte eine dahin machen, eine da, dann wollte ich eine hier und eine hier. Der zukünftige Mieter ist zufällig auf den Standort aufmerksam geworden. Er ist vollkommen begeistert, in das historische Gebäude einziehen zu können. Also was mich geärgert hat, war, als der Gasometer in Neunkirchen gesprengt worden ist, das, was für meinen Begriff ja auch ein Stück Industriekultur ist, das hat mich sehr geärgert. Und dann ist man natürlich froh, wenn es Leute wie die Familie Kleer gibt, die dann solche Projekte machen und da sehr viel Engagement zeigen und die Sachen dann noch mal aufleben lassen. Die Begeisterung ist nachvollziehbar. Die Kleers haben sich alle Mühe gegeben, die historische Substanz zu bewahren. Vieles erinnert bei der Neugestaltung an das Bergbauerbe. Wie sehr dabei auf die historisch korrekte Sanierung geachtet wurde, wird bei der Besichtigung des vermieteten Obergeschosses klar. Hier wurde der alte marode Dachstuhl nach allen Regeln der Handwerkskunst im Originalzuschnitt nachgebaut und ersetzt. Einen richtigen Plan für ihr Projekt hatten Vater und Sohn ursprünglich nicht. Sie sind durch eine Zeitungsannonce auf die alten und ziemlich heruntergekommenen Gebäude aufmerksam geworden. Also sehr viele sagen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass man aus dieser Ruine noch so was Schönes halt gemacht hat. Die Fotos geben einen Eindruck von der Entwicklung der Bauarbeiten innerhalb der letzten 10 Jahre. Es ist schon mal ganz gut, noch mal zu sehen, wie es mal am Anfang ausgesehen hat, dass man merkt, dass es vorangeht. Jedes zweite Bild ist Familie oder Freunde mit drauf, die zum Helfen da waren. Und das hilft vor allem auch bei der Motivation, also beim Spaß an der Arbeit. Ich denke, finanziell hätte es mit Sicherheit andere Projekte gegeben, die lohnenswerter gewesen wären. Aber unterm Strich ist ja auch nicht nur das Finanzielle, was zählt, sondern einfach, dass man mit dem, was man gemacht hat, zufrieden ist. Und dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Unglaublich, was die beiden innerhalb von nur 10 Jahren auf die Beine gestellt haben. Und sie sind noch lange nicht fertig. Das dritte Gebäude wartet auf seine Instandsetzung. Damit wollen sie dieses Jahr beginnen und sind immer noch begeistert von ihrem Projekt. Mittlerweile sind wir ja auch im Verein Historische Grube Itzenplitz zusammen im Vorstand und engagieren uns da mittlerweile gemeinsam für den Erhalt von den ganzen Gebäuden. Ja, das war dann einfach so, das gucke ich mir mal an und dann war das wie Liebe auf den ersten Blick. Ich habe gesagt, es ist verrückt, aber wenn ich 20 Jahre jünger wäre, dann würde ich es auch machen. Also er hat eigentlich die Initiative ergriffen und hat die Halle gekauft und ich bin nur der Unterstützer im Hintergrund. Es ist halt auch einfach bei uns eine ganz gute Kombination von Fachwissen und auch von einer Geschäftsidee da hinten dran. Die Konstellation muss auch irgendwie mal zusammenpassen, also dass der finanzielle Hintergrund stimmt, aber auch die Bereitschaft,
so viel an Eigenleistungen zu investieren, dass das Ganze halt dann auch wirtschaftlich passt. Dabei geht es den Klärs aber nicht nur um ihren Besitz. Sie denken weiter und wünschen sich mehr Unterstützung für ihr Vorhaben. Ich würde mir wünschen, dass Gemeinde und RAG ein bisschen schneller zusammenkommen, was den Erwerb von den alten Gebäuden angeht und dass auch die Pläne, wie wir sie mit der Gemeinde und mit dem Verein haben, umgesetzt werden, dass wir halt hier die historischen Gebäude rausgestellt haben, wir vielleicht einen kleinen Bürgerpark dazu haben und auch die Vernetzung zu Reden funktioniert, dass man die beiden Standorte, die ja in ihrer aktiven Zeit auch zusammengearbeitet haben, dass das nochmal eine Vernetzung wird. Welche Chancen bestehen? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Bisher allerdings läuft es zäh bis gar nicht. Am 100 Meter entfernten Itzenplitzer Weiher lässt sich zwar der Ministerpräsident, wie während seiner Sommertour 2020, gerne fotografieren, aber tun konnte der Landesvater für die Entwicklung seitdem leider nichts. Obwohl er qua Amt einen Sitz bei der RAG-Stiftung hat, so seine Staatskanzlei auf Anfrage. Zuständig sei sowieso das Kultusministerium und damit Frau Streichert-Klivo. Ich denke, wir schaffen es nur, wenn wir alle gleichermaßen darum kämpfen. Und wenn man sich in der Landesregierung dann gegenseitig die Verantwortung zuschiebt, kommt man halt auch keinen Schritt weiter. Das ist auch klar. Aber ich höre auch aus Gesprächen von Dritten, dass es da mitunter auch sehr schwierig ist, Entscheidungen von der RAG-Stiftung zu kriegen. Manchmal auch fehlt schon mal allein das Feedback. Die Ignoranz der milliardenschweren RAG-Stiftung in Sachen Fördergelder für die saarländische Bergbaukultur könnte im Zusammenhang mit den seit Jahren verzögerten Grubenwasserhaltungsplänen zur Flutung stehen. Gänzlich ausschließen kann man das nicht. Hier ist nun mal die RAG-Stiftung als Nachfolge der Saarbergwerke mit im Gespräch. Die Beteiligten kommen momentan nicht so gut miteinander aus, weil es dort ein wenig durchaus berechtigte Interessenlagen von Seiten der Gemeinden oder des Landes in Bezug auf die Wasserhaltung gibt, aber andererseits auch Interessen der AG, was die Wasserhaltung angeht. Das reibt sich momentan. Da muss man warten, bis die Entscheidung des Oberbergamts für die Wasserhaltung dann endgültig Rechtssicherheit erreicht. Dann wird man, glaube ich, miteinander besser zurechtkommen. In der Essener Zentrale der RAG-Stiftung weist man solche etwaigen Zusammenhänge nachdrücklich schriftlich zurück. Leider wurde uns trotz mehrmaliger Anfrage ein Interview dazu und zu weiteren Fragen der in Teilen schlecht nachvollziehbaren finanziellen Förderung mit dem verantwortlichen Vorstandsvorsitzenden Bernd Tönnies verweigert. Die Bergwerksdirektion. Das war einmal das Stadtschloss der Branche, die das Saarland zu einem Land gemacht hat. Kohle haben die abgebaut und waren stolz. Der neue Eigentümer hat mit der saarländischen Denkmalpflege eine Vereinbarung getroffen, die öffentlich als Kompromiss dargestellt wurde. Architektur hat ja immer etwas mit Volumen zu tun, mit Räumen. Die Räume sind hier verloren gegangen, es bleibt die Fläche, die Fassade. Die Meinungen gehen dabei weit auseinander. Aus Sicht des damals mit am Verhandlungstisch sitzenden Denkmalpflegers konnte beim Umbau zum Konsumtempel vieles gerettet werden. Für Axel Böcker ist die ehemalige Bergwerksdirektion immer noch ein Denkmal. Ich denke, es ist ein extrem wichtiges Symbol. Der saarländische Bergbau war im Wesentlichen ein Staatsbergbau. Das ist hier ein Gebäude, das der preußische Staat errichten ließ, 1889. Und das ist Sinnbild für die ökonomische Macht auch dieses Staatsbergbaus. Die Architektur arbeitet mit dem Palastmotiv der Florentiner Renaissance, wenn Sie da draußen schauen. Und das ist so ein ein klassischer Herrschaftsbau.
hier ist das sehr aufwendig gestaltet mit den V&B-Fliesen oder mit den Gussgeländern an den Treppen. Das ganze Treppe ist aus Gusseisen. Wir haben da sehr viel Aufwand getrieben, dass diese Treppe hier erhalten bleiben konnte. Wir haben das Institut für experimentelle Statik der Universität Bremen hier tätig werden lassen. Wir haben da uns echt auf die Hinterbeine gestellt. Dass das erhalten bleiben konnte, ist wirklich auch ein Sieg der Denkmalpflege, ein richtig guter Erfolg. Eine Niederlage musste der Denkmalpfleger dagegen in Sulzbach hinnehmen. Das ehemalige Umspannwerk war irgendwann vom Bergbaukonzern an einen Privatmann verkauft worden. Damit war sein Schicksal besiegelt. Der Eigentümer hat am Gebäude nichts gemacht über Jahrzehnte, sodass wir die Situation hatten, dass das Gebäude in dem Zustand, wie es war, als sogenannter Schandfleck wahrgenommen wurde. Und dieses Image umzudrehen, ist uns nicht gelungen. Also trotz der Unterstützung, die wir zum Teil in der Administration der Gemeinde Sulzbach hatten. Heute parken Autos dort, wo das ehemalige Bergbaudenkmal stand. Nichts erinnert mehr daran. So weit soll es mit der St. Ingberter Bergmannskirche St. Hildegard nicht kommen. Das zuständige Bistum hat schon vor Jahren die Gemeinde aufgefordert, Kosten zu senken und sich von Immobilien zu trennen. Angesichts nur weniger Besucher und hohen Unterhaltskosten fiel die Wahl schließlich auf St. Hildegard. Als das Gotteshaus 1928 erbaut wurde, war St. Ingbert ein großer Bergbaustandort mit tausenden Bergleuten. Entsprechend groß dimensioniert fiel der Bau aus. Wir treffen dort den Pfarrer Daniel Zamilski und den Landeskundler Delf Slotter. Dann fühlten sich die Bergleute am Sonntag bei der Messe fast wie unter Tage. Nämlich man kam hier in dieses Hauptschiff hinein und wenn man sich hier umsieht, ja, das sind die Polygone, der Ausbau, der hölzerne Ausbau unter Tage quasi nachempfunden, nur in einem anderen Werkstoff. Die Glasfenster, die Glasmalereien zeigen Schichtenfolgen. Da sind Flöze zu sehen, sodass man also sagen kann, man hat für dieses Quartier mit den Menschen, die in der Industrie gearbeitet haben, eine Bergkirche errichtet, die diesen Menschen dann auch gerecht werden sollte. Diese Kirche hier ist ein ganz, ganz wichtiges Zeugnis der Bergbaukultur hier in unserem Land. Trotz der historischen Bedeutung und der direkten Verbindung zur Bergbautradition drohte der Kirche das Aus. Jetzt fand man eine kreative Lösung. In St. Hildegard kann man aus meiner Sicht von einem Glücksfall sprechen. Da haben wir nämlich die Stadt als Partnerin gewinnen können, die dieses Gebäude übernehmen würde und dann erhalten würde, umgestalten würde, als Aula für das benachbarte Schulgebäude. Mit einem Nutzungsrecht auch für die Kirchengemeinde, sodass wir hier auch weiterhin Gottesdienste oder auch Feste feiern könnten. Auch wenn ein Einzeldenkmal wie St. Hildegard in der saarländischen Landesdenkmalliste aufgeführt ist, sichert das nicht den Erhalt. Unsichere Situationen führen häufig dazu, dass Dinge stehen bleiben, leer stehen bleiben, in Erinnerung geraten und irgendwann dann, wenn die Dinge lange Zeit nicht mehr gebraucht worden sind oder auch dann natürlich heruntergekommen sind, irgendwann zum Abbruch anstehen. Die historischen Industriebauten des Landes drohen zu zerfallen. Zum Beispiel die Gasmaschinenzentrale der Heinitzer Kokerei. Die 110 Jahre alte Gasmaschinenzentrale in Heinitz. Sie steht beim Landesdenkmalamt an erster Stelle der Denkmäler im Saarland, die erhalten werden sollen. Damit die Industriekathedrale nicht abgerissen wird, will die Ruhrkohle AG sie im April an Josef Paulus aus Friedrichsthal verkaufen. Der Chef einer Recyclingfirma plant hier eine Werkstatt für seine über 50 Lkw. Die Kosten für die Altlastensanierung und Standfestigkeit des Gebäudes muss die RAG übernehmen.
Ganze 8 Jahre sind vergangen, ohne dass sich die Situation für das Jugendstil-Denkmal von nationaler Bedeutung, so das Urteil der Fachleute, verbessert hätte. Die angeblich so sichere Option mit dem Unternehmer Paulus hat sich in nichts aufgelöst. Auch einem Unterstützerverein war es über Jahre nicht gelungen, das Gebäude einer neuen Nutzung zuzuführen. Dabei ist seine Einmaligkeit unbestritten. Würde man reingehen können, wäre das eine Erfahrung, wie wenn man in eine gotische Kathedrale geht. Es ist eine unglaublich filigrane Tragwerkskonstruktion einer Halle von sehr großen Dimensionen, die einen hohen ästhetischen Reiz haben, die aber in dieser Singularität ihrer Konstruktion eben nicht nur regionale, sondern auch nationale Bedeutung haben. Und aus meiner Sicht, aus der Sicht des Denkmalschutzes, auch immer noch sanierungsfähig. Der Unternehmer Paulus wollte die Kraftwerkshalle kaufen. Ein Nebengebäude hatte er bereits vorher erworben. Seit 30 Jahren ist das Kraftwerk nun außer Betrieb. Inzwischen ist das Gebäude wegen angeblicher Einsturzgefahr gesperrt. Für den Firmenchef stand ein Abriss nie zur Debatte. Er wollte die Halle in ihrer Optik erhalten. Sie sehen ja, wie groß die Halle ist. Das sind über 6000 Quadratmeter. Warum soll ich die neu bauen, wenn die erhaltungswürdig ist? Da kommt der Werkstatter rein, da ist der Betonboden, ist in Ordnung. Außer dem Betonboden war aber wohl nichts in Ordnung an dem seinerzeit öffentlich gemachten Deal zur Rettung des Denkmals. Der Mittelständler Paulus hatte andere Vorstellungen zum Ablauf des Geschäfts als die RAG. So vergingen die Jahre. Paulus blieb außen vor. Paulus hat ein Kaufangebot von uns bekommen. Auf dieses Angebot ist über mehrere Jahre keine Reaktion gekommen. Und insofern ist dort die Türe auch zu. Irak hat uns gesagt, sie hat da kein Interesse mehr dran. Es gab irgendwann mal einen Brief. Und das war, ich kann nur mutmaßen, dass das denen zu teuer ist. Das heißt, sie sind raus. Bis jetzt ja. Eine vertrackte Situation. Solche historischen Bauwerke sollten nicht einfach wie ein normales Wirtschaftsgut behandelt werden dürfen, sondern so, wie es ihrer historischen Bedeutung entsprechend gerecht wäre. Ich glaube, es ist die falsche Strategie, für ein Gebäude grundsätzlich zu sagen, wir veräußern es und geben es einem Investor. Und man wird für dieses Gebäude in diesem Zustand, mit diesem Sanierungsaufwand, keinen Investor finden, der sich dieser Aufgabe da auch gewachsen sieht. Also von daher muss man eher umdenken und muss dieses Gebäude in ein Szenario, in ein Mehrstufensystem bringen. Wie kann ich es im ersten Schritt nutzen? Kann ich es zum Beispiel als Halle nutzen? Kann ich es irgendwann umbauen? Was der oberste Denkmalschützer meint, kann man sich am Beispiel des ehemaligen Bahnausbesserungswerks in Saarbrücken-Burbach anschauen. Hier wurde neben anderen Gebäuden die ehemalige Schmiede gerettet. Architekt Oliver Brünjes hat sich auf das Wagnis eingelassen, ein Konzept ausgearbeitet und es mit der städtischen Trägergesellschaft der Industrieruine umgesetzt. Wir hatten hier an diesem Standort viel schlechtere Bedingungen. Wir hatten hier überhaupt kein Dach mehr, also von daher gab es hier Sanierungsmaßnahmen, die mit viel größerem Aufwand verbunden waren als zum Beispiel in Heinitz. Die Bilder sprechen für sich. Kaum jemand konnte sich diese Ruine als Bürogebäude vorstellen. Bis zu dieser kreativen Lösung. Ich wünschte mir da ein höheres Bewusstsein von Seiten der Politik, dass das ein nicht nur ein Erbe ist, sondern eine Chance. Und dass es da hervorragende Perspektiven mit diesen Gebäuden gibt. Und vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo wir an Recycling denken, also das heißt wiederverwerten, nachhaltig arbeiten, ist es einfach eine Vergeudung von Ressourcen, solche Gebäude nachher abzureißen. Wenn man das neu interpretiert und etwas Neues schafft, sind die Leute sehr dankbar darüber, dass eben diese Relikte aus der Historie erhalten bleiben und dass man diese Zeit auch nicht vergisst, sondern sagt, das ist ein kulturelles Erbe, das wir weitertragen wollen. Also, und viele waren auch sehr überrascht, als sie hierher kamen, was man aus solchen Gebäuden, die sie eigentlich vielleicht früher mal gehasst haben, doch machen können, welche Qualität auch in diesen Gebäuden steckt. Und das wird oft verkannt.